Folge 280 schon. Schon erst, je nachdem, wie man es betrachtet. Ja, es geht wieder weiter. Seid alle herzlich und lieb von mir gegrüßt. Die so fleißig zugucken und auch fleißig Kommentare schreiben, für die ich mich auch gerne bedanke und auch versuche auch immer wieder zu beantworten, was in den meisten Fällen ja bei mir der Fall ist. Das sehe ich auch so, dass ich das mache. Das gehört zu guten Fanpflege dazu. Ja, weiter geht's mit einem Sklaven aus. Ja, mal gucken, was sagt er. Hallo erstmal. Hallo, ich möchte etwas über diesen Ort erfahren. Okay. So, willst du das? Aber von mir wirst du nichts erfahren. Rede mit Rocco. Verstanden? Okay, da gab's ein bisschen ein längeres Delay. Jo, der Rocco. Mhm. Da waren die Sklaven ja drin. Vielleicht finden wir den Rocco hier draußen. Ne, ist nur eine Assassinenwache. Dann gehen wir erstmal hier den Weg hier hoch, um zu gucken, ob wir... Ich gucke immer so nach außen. Die werden jetzt alle wach. Raus hier! Ja, raus mit dir! Ja, okay. Jetzt kann ich aber nicht erfahren, wo Rocco ist oder wer Rocco ist, aber mal gucken. Wir werden ja bestimmt... Okay, das ist jetzt eine Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Sieht aus, als würden wir hier... Oh, nee, ich dachte, es wäre so eine Art Knast, aber das ist ein Proviant... Provianthäuschen. Hätte ich das gewusst. Ja, dann haben wir hier die Windmühle. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Erinnert so ein bisschen an Italien, Spanien, Katalonien. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie. Immer. Auch. Richtige Schlüssel kriegen wir nie. Ohne richtigen Schlüssel kriegen wir die Türchen nicht auf. Und da am Ende ist Pech. Und Pech, dass es da auch nicht weiter rum geht. Sup. So, der Rocco wird bestimmt da pennen. Das heißt, ich müsste also sozusagen auch mal eine Runde pennen. Das ist nur lustig. Erker hier. So, was gibt's denn? Und, ach, hier kann man noch lecker hocken. Da hinten ist ein Ausguck. Guck an. Ja, das heißt also, ich müsste mal eine Runde schlafen. Vielleicht kann ich ja bei den Sklaven hier im Zelt irgendwie jemanden überreden, dass er mir den Platz frei macht. Was ist los? Ja, ich gehe mal eben eine Runde knacken bei dir. Genau. Jo, jetzt sind wir wieder wach und jetzt gucken wir mal, wer wo ist. Ach ja, hab's echt fast geahnt. Hier sind Sklaven an den großen Griffen der Mühle. Superklasse. Oh. Cool, voll die Animation. Oh, das scheint aber schwer zu sein, Tom. Was macht der da? Okay, er wird wahrscheinlich hier die Mühle befüllen. Hey, klasse gemacht. Ah ja, okay. Okay, jetzt bedankt er sich oder er betet. Man weiß es nicht. Der ist der Sklavenaufseher. Der wird wahrscheinlich wieder das Gleiche sagen. Hallo, ich habe keine Zeit für die Sklaven. Ja, okay. So, was sagt der Sklave hier? Hey du. Hallo. Verdammt, bin ich müde. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, also mal schauen. Hier sind sie alle weg. Dann gucken wir mal, wer hier ist. Ach, hier ist ja Rocco. Rocco Schamoni. Warte mal. Hallo, ist das hier eine Mühle? Natürlich ist das hier eine Mühle. Das sieht man doch. Bist du der Müller? Nein, das ist Sanchez. Er ist aber tagsüber nicht zu sprechen. Er hält sich meistens im Haus auf. Du musst also warten, dass er nach draußen kommt. Und wer bist du? Mein Name ist Rocco. Ich bin der oberste Aufseher hier in der Mühle. Also halte die Sklaven nicht von der Arbeit ab. Verstanden? Ja. Ach, er kann mir kannst was beibringen. Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Was? Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit steigern. Hat aber alles seinen Preis. Konnte ich mir schon denken. Okay. Und sonst macht die Assassinen wohl nichts.
Nee, wer wäscht sich aber da? Wenn dir das nicht gefällt, kannst du dir einen anderen Lehrer suchen. Mhm. Mal gucken, wie teuer er ich ist. Ich will geschickter werden. Ah, okay, auch wieder 25 Lernpunkte. Wer ist denn der da hinten, der sich gerade das Gesicht gewaschen hat? Warte, Juan. Hallo, mein Name ist Roland. Und ich heiße Juan. Ich bin der Anführer der Wachen. Wenn du etwas kaufen willst, solltest du mit Sanchez sprechen. Er ist der Müller. Warte mal. Ansonsten? Ah ja. Kannst du mir beibringen, wie man Pfeile herstellt? Nein, such dir einen anderen Lehrer, wenn dir die Grundlagen fehlen. Für so etwas habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Aber wenn du wissen möchtest, wie man Giftpfeile und Giftbolzen herstellen kann, dann wäre ich bereit, es dir beizubringen. Allerdings nur gegen eine kleine Aufwandsentschädigung von 250 Goldstücken. Außerdem musst du die nötige Erfahrung mitbringen. Mit Anfängern verschwende ich nicht um meine Zeit. Tja, dann werde ich wohl... Ach, kostet nur einen Lernpunkt. Dann werde ich das wohl mal machen und mal gucken, ob ich dann auch die Erfahrung habe, was damit gemeint ist. Zeige mir, wie ich Giftpfeile und Giftbolzen herstellen kann. Okay, kann ich wohl machen. Bestreiche am Alchemietisch deine Pfeilspitzen oder Bolzen mit etwas Gift. Um nicht jeden Pfeil einzeln zu bearbeiten, nimmst du am besten gleich ein ganzes Bündel. Also 10 Pfeile oder Bolzen. Achte nur darauf, dass du genug Gift auf die Pfeilspitzen oder Bolzen streichst. Du wirst dann im Kampf sehen, welche tödliche Wirkung deine Pfeile und Bolzen haben werden. Fast unmöglich, Hausschlüssel und Gold zu stehlen. Moment mal, da war doch noch ihn hier. Der hat doch auch so eine Geschichte gehabt. Ich speichere mal vorher. Jep, Rocco, da hey, hatte nämlich auch noch so eine Diebesoption. Schwer einzuschätzen, was passiert, wenn ich sein Gold stehle. Schwer einzuschätzen. So eine Option habe ich auch noch nicht gesehen. Ich wag es. Ich habe ja, glaube ich, abgespeichert. Habe ich? Ja, habe ich. Ich werde mich da nicht einmischen. Was? Großer Lederbeutel. Und wie viel Dings waren das jetzt? Wie viel? Hä? Geil, Omat. 250 Erfahrung oder was? Das ist doch alles nur geredet. Mal gucken. Da unten ist was. Ein Lederbeutel. Oh, okay, 100. Von mir hat er das nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Cool. So, hey. Noch was? Ja, geschickt. Ich muss selber mal gucken, wie viel. 59. Okay. Ein bisschen warten. So, wer bist du? Assassinenwache. Hier komme ich bestimmt nicht rein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Aua. Oh, Pech. Dann mal gleich immer die Abkürzung nehmen. Usch. Geht jetzt einer. Wir können nur abwarten. Wurde Dörr. Assassinenwache. Boko. Juan. Irgendwas. Jetzt wäscht sich da wieder einer. Ich suche diesen Sanchez. Moment mal. Hier ist wieder ein Wegweiser. Nach Amara, aha. Wie heißt dieser Ort? Das konnte ich nie so richtig lesen. Irgendwas mit Mümme. Tom. Nee. Mein Bock. Lass mal sein Brot. Wahrscheinlich ist der Sanchez da oben. Das glaube ich auch. Aber Sanchez ist doch der Müller. Was soll der denn da machen? Nee, der müsste hier drin sein. Stopp. Jetzt ist plötzlich die Tür auf. Wer rennt da rum? Da ist Sanchez. Du bleibst hier. Er hat auf die falschen Leute gehört. So. Bist du der Müller? Na klar, oder wer soll ich sonst bitteschön sein? Hä? Und wer bist du? Ich bin ein Reisender, der unterwegs nach Ashdod ist. Sag mir nicht, du hast so, und was willst du von mir? Ich habe keine Zeit für dich. Noch mehr Ärger. Oh Gott, der hat auch noch ein Problem. Sorry, dass ich wieder mal zwischendurch gedampft habe. Hast du ein Problem? Du siehst so gereizt aus. Ja, habe ich. Wir werden hier ständig von Räubern angegriffen. Das ist mein Problem. Mhm. Und das, obwohl ich noch 3 Krieger zur Verstärkung bekommen habe. Es ist zum Verzweifeln. Räuber? Was wollen die denn von euch? Na, was wohl? Die haben es auf mein Mehl abgesehen, auf was sonst. Doch wenn du mehr wissen willst, solltest du mit Hassan, dem Kommandanten der Krieger in Amana, sprechen. Der könnte dir dazu mehr sagen. Der hat nämlich auf den Anführer der Räuber ein Kopfgeld ausgesetzt. Oh. Aber dafür musst du erstmal in die Festung kommen. Und das wird nicht so einfach für dich sein.
Ja, genau. Torres schickt mich. Da war doch nämlich, ich meine das mit Uga und 30 Säcke Mehl, ne? Ist das richtig? Torres schickt mich. Ja, ja. Ich soll 30 Säcke Mehl bei dir kaufen. So, hast du denn schon mit Hassan gesprochen? Ohne seine Erlaubnis darf ich kein Mehl verkaufen. Wer ist Hassan? Er ist der Kommandant, der Krieger von Amana. Du findest ihn in der Festung. Na schön, dann werde ich mal mit ihm sprechen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Die Torwache lässt nämlich nicht jeden hinein. Und was muss ich tun, um in die Festung zu kommen? Tja, da solltest du die Wache am besten selber fragen. Oh, wie kompliziert. Wenn man überlegt, dass ich einmal nur nach Ashdod sollte. Kann ich was für dich tun? Ja, verschwinden nämlich. Du störst. Es gibt schon genug Fremde, die hier herumschnüffeln. Na komm schon. Irgendetwas gibt es doch bestimmt, was ich für dich erledigen kann. Da gibt es schon etwas. Aber ob du dafür der richtige Mann bist? Also, was soll es sein? Ich brauche noch eine ganze Menge Korn, um Mehl herzustellen. Und was ist das Problem dabei? Korn bekommt man nur an einem Ort in dieser Gegend, nämlich in der Stadt Uga. Ich habe aber schon seit Wochen von dort nichts mehr bekommen. Ist ja auch kein Wunder, seitdem die Wüstenräuber die Schlucht, die nach Uga führt, besetzt halten. Mit den paar Wüstenräubern werde ich schnell fertig. So, meinst du? Na, von mir aus ist dein Leben, das du riskierst. Wenn du mir 20 Kornsäcke beschaffst, gebe ich dir 100 Goldstücke als Belohnung. Bei wem kann ich das Korn bekommen? Geh in Uga zum Händler Bahal. Der verkauft das Zeug. Ich speichere mal ab. Und dann gucke ich mal, wie viele Säcke ich eigentlich habe an Korn. Die sind noch ziemlich leicht und auffällig, diese Säcke. Hier, da. Sack mit Korn. Aha. 11. Unsicherer Karawanenweg. Korn für Sanchez. 20 Kornsäcke, also fehlen mir noch 9. Ich muss allerdings den Wüstenräubern Hütenschlucht nach Uga besetzt halten. Die Säcke soll ich beim Händler Bahal in Uga bekommen. Hoffentlich hat dieser so viel. Ansonsten werde ich mir die Kornsäcke zusammensuchen müssen. Ja, 11 Stück habe ich mir zusammengesucht. Jetzt steht da noch unsicherer Karawanenweg. Zwischen Amana und Uga wird durch Wüstenräuber unsicher gemacht. Viele davon haben eine Brücke besetzt. Ja, die haben wir ja gesehen, die sich auf dem Karawanenweg befindet. Ich denke, dass es Zeit wird, dieses Problem aus dem Weg zu schaffen und den Wüstenräubern den Kampf anzusagen. Ja, ich bin aber erstmal wieder auf einer Suche nach einer Rune. Ich hoffe, dass es irgendwo mal eine Rune gibt. Obwohl hier in diesem Vorörtchen wahrscheinlich keine Rune sein wird. So, deswegen muss ich alles hier in Bewegung setzen und am besten in meine Tasche, die Bewegung in meine Tasche rein. So, und auch hier diese Truhe speichern bzw. knacken. Jep, dann gucken wir mal. Okay. Okidoki, ging fix. Oh. Was? Eine doofe Kombo? Dann so viel Gold? Das ist ja nicht zu fassen. Was liegt denn das? Was liegt denn da, meine ich? Stängel Sumpfkraut. Sumpfkraut kann man immer mal. Aha, hier geht's hoch. Geht's noch hoch. Och. Ich glaube es jetzt nicht, ne? Er sieht aus wie ein Sack. Ah nee, das ist. Nee, ist kein Sack mit Korn. Eine Kiste mit Proviant. Ah, okay. Vielleicht ist da irgendwas versteckt. 10 Erzbrocken, 20 Goldbrocken. Jo, das ist doch schön. So, jumpen wir mal aufs Bett. Okay. Dachte, ich könnte weich landen. Dann gucken wir mal nach der Kiste mit Proviantinga. Da unten ist sie hier schon mal. Gucken, was alles rauskommt dabei. 3 Flaschen Wacholder, 5 Bier, 3 Flaschen Wasser, ein Brot, ein Schinken. Aber leider kein eisgekühlten Bommerlunder. So, Sanchez ist im E-Modus. Okay. Dann gehen wir wieder raus, machen eine Zwischenspeicherung. Also hier ist der Müller. Das ist einfach nur. Moment mal, vielleicht heißt das ja Mühle. Wo sind meine Karten? Nee, das ist nicht. Hier, da ist er.
Jetzt weiß ich es. Mühle. Da, wo ich stehe, da unten, da. Ach, ich kann sie da nicht zeigen. Also, nee, andersrum. So, also ihr, ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, dann müsste ich mal wohl oder übelst zu diesem, mal gucken, zu diesem Amana vorgehen. Mal schauen wir mal, vielleicht ist ja hier was versteckt. Kein Geländer hier, das ist doch Unfallverhütungsvorschriften. Nicht Unfallverhütungsvorschriften konform. Also, ja, dann werden wir da mal uns mal reorientieren. Hier in die Richtung. Und ich habe lange nicht abgespeichert. Okay, hat mich nur ein bisschen berührt. Interessant wäre zu wissen. Ah, da hinten sind noch mehr Razors. Wie viele denn insgesamt? Okay. Na, Zeit für einen Drink. Und gespeichert. Jetzt werde ich hier wieder rumgehen und Mist, hab vergessen was zu. Ja, okay, ist noch offen. Ich wollte noch was zubereiten. Meine hier was gesehen zu haben, was sowas ist wie ein Herd. Genau, dann werden wir alles Fleisch braten. Sehr schön. Hier werde ich nichts klauen, weil da die Peoples direkt daneben stehen. Das wäre nicht so von einer guten Idee. Dann gucken wir nochmal Brunnen. Immer kräftig weiterpumpen. 100 Flaschen Wasser gefüllt. Ah ja, alles klar. An der Stelle bedanke ich mich nochmal für einen früheren Eintrag in meinem, also Kommentar auf meinem, okay. Auf meinem Kanal, der da hieß, so von wegen, du musst mehrmals die Pumpe bewegen. Hier gibt es nach einen Weg nach Amaranta, nein, Amarna, oh, die Namen. Ja, Scavies, Hallöle. Kann man die so nehmen oder was? Wüstenscavenger. Okay, mal speichern. Ach, da ist einer ganz nah. Oh, da sind wir schon weg. Okay, erstmal kommen wir hier an vielen Wüstenscavengern vorbei. Gucke mal, wie die sich mit erstmal mit dem Bogen so eliminieren lassen, wenn sie in meine Nähe schreiten. Nicht so erfolgreich. Dann rüste ich mal meinen Bogen um. Und zwar mit Feuerpfeil. Dann werde ich das gleiche nochmal mit den anderen hier probieren. Haben wir noch so eine Aussichtsplattform, da gehe ich auch gleich mal gucken. Okay. Hier der. Ah. Versuchen wir es erstmal mit dir. Okay. Brennt. Ah, nicht den. Ich will dich haben. Okay. Ich glaube, so werde ich das machen im Off. Oh, hier gibt es heute auch noch Fleisch dazu. So, bevor ich aber im Off die Wüstenscavies eliminiere, will ich noch mal gucken, was es da hinten gibt, da am Turm. Auch ein Wüstenscavy. Ach, und Blut. Okay. Ja, es kommt natürlich nicht so, wie man es geplant hat. Kommt es mir vor, als wäre ich hier im Sumpf. Doch dieser Sound vom Sumpf.
Okay, liebe Leute, ich werde ihm auf jetzt mal hier dieses Gezücht mal wegmetzeln. Bis später. Mal ein bisschen in die Action schalten. Immer wenn ich versuche aufzunehmen, also immer wenn ich im Aufnahmemodus bin hier, dann wird es immer komplizierter. Das ist echt wie verhext. Es ist echt wie verhext. Und wenn ich hier im Off die sozusagen loote, eliminiere, brauche ich meistens nur einen Pfeil. Und für Wüstenscavenger 2 Maximum. Ja, das ist der Vorführeffekt. So. So, dieser Abstand ist schon mal gut. So, zum Beispiel nur zwei Pfeile. Yep. So, und bei Wüsten liegen hier. Ah, wieder eine unsichtbare. Mann! Okay, wo ist denn. Irgendwer hat noch hier gebrüllt. Ah, das ist hier alles. Boah, das ist echt übelst. Hatte eben schon mal einen Unsichtbaren gehabt. Nein. Ja, ich muss mich mal langsam. Okay, jetzt hat's geklappt. Das Essen und so. Da hinten sind noch welche. Mhm. Ja, okay. Nehme ich. Ah, okay, die mache ich wieder auf, liebe Leute. Auch erledigt. Die versuche ich jetzt mal ein bisschen sicherer zu treffen. Oh! Stufe gestiegen. Wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich wusste noch, dass ich nur noch ein paar tausend zu... Aber... Oh komm. Wenn wir mal hier... Versuchen das mal so hinzukriegen, dass wir nicht angepiekst werden hier. Oh. Du? Tschüss. So. Und Scabby. Los. Jawohl. Perfekt. Looten. Glutenfrei looten. Ja, ich wieder. Ah, Musik ist wieder da. Schön. Ja, dann haben wir das hier auch schon mal hier die Ecke mal befreit von Ungeziefer. Jetzt wird es bei mir hier in der Umgebung auch etwas hellerer. Jetzt gucken wir mal hier, was wir hier so am Rande finden. Was muss ich mal wieder? Eine Fackel. Dann ein Fässchen. Oh, was war das? Eine kleine Sense. Mhm. Okay. Ein bisschen hakeliger bei dieser großen Map. Hm? Entweder hier rum, wobei ich nicht weiß, ist da hinten Dead End oder so. Hm, nein, ich werde jetzt mal zum Eingang gehen. Also, wo ich denke, dass hier der Eingang ist. Komm, jump mal hin. Man ist trotzdem schneller, wenn man springt. Nee, das ist kein Eingang. Okay, Torwache. Das ist doch ein Tor. Hey, hallo. Öffne das Tor. Ich will in die Festung. Moment, so schnell geht das hier nicht. Nenn mir lieber erstmal die Parole. Parole? Was für eine Parole? Na, die Parole. Bevor du sie nicht sagst, werde ich das Tor nicht öffnen, kapiert? Ich kenne aber keine Parole. Tja, dann werde ich dich leider auch nicht reinlassen können. Aber ich habe in Amana Wichtiges zu erledigen. Ich muss rein. Ach nee. Wie oft glaubst du, kriege ich das hier vorgeheult? Solange du nicht die Parole kennst, lasse ich dich nicht rein. So einfach ist das. Dann sag mir wenigstens, von wem ich die Parole erfahren kann. Vergiss es. Das werde ich dir bestimmt nicht sagen. Das musst du schon selbst herausfinden. Und nun verschwinde. Die Parole, die Parole, die Parole.
gucken. Die Rune bestimmt hierhin, die wird bestimmt in dieser Festung sein. Dann werde ich nochmal zurückgehen zu dem zu der Gruppe Sanchez, Rocco und Juan. Erstmal gucken, was hier so nackt herum ist. Moment. Parole. Parole ist Englisch und heißt eigentlich Bewährung. Also Bewährung. Also im juristischen Sinne. Bewährungsstrafe. So. Nee, das ist zu hoch. Ja, eindeutig. Jo. Karga geht's wohl nicht mehr. So, könnten wir mal rutschen, meine ich. Und auf die Minuten gucken und es ist schon wieder 29 Minuten. Komm hier immer noch nicht rein. So was Beklopptes jetzt aber auch. Okay, jetzt sind wir einmal rum. Dann werden wir mal wieder hier zu den anderen Leuten da wieder hingehen, zur Mühle, und das überspringe ich. Oder sind wir angekommen? Vielleicht kann mir ja irgendwie einer einen Tipp geben oder helfen. Schlafen aus, ja. Ah, da befindet sich der Sanchez zum Beispiel am Paffen. Ende, hier gibt es nichts. Rocco. Hey du! Ich will geschickter werden. Ich glaube, da werden wir wohl nicht hinterkommen. Wollte ich natürlich nur noch den Rocco abfragen. Der hier, der könnte da. Nee, das ist ein Sklavenaufseher. Nee, das ist Juan. Rocco, was sagt denn Rocco? Juan, was ist möglich? Okay, auch nicht. Das ist der Sklavenaufseher. Da brauche ich gar nicht mehr hier nachfragen. Wen haben wir denn hier? Assassinenwache. Jo. Also bis hierhin würde ich mal sagen. Und dann muss ich irgendwie mal gucken in der nächsten Folge, ob ich eine Parole pariert kriege. Okay. Danke für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ist doch meine Wurst, Junge. Von der runenalten Mühlenwurst. Ich hatte mal so eine Werbung gemacht hier im Gothic-Style, aber anderes Thema. Ciao.